Peace, Leute. Was geht ab? Ich bin's Marvin. Ich bin's Kevin. Und heute packen wir die Pakete aus von Versace. Yes. Wir haben das letzte Mal bestellt. Genau, ich glaube, vor 2 Tagen ist jetzt direkt angekommen. Express. Wir haben eine Expresslieferung gemacht und die Sachen sind da. Ich bin gehypt auf die Sachen, Leute. Gespannt, Mann. Wir packen hier das. Aber das Beste. Holen wir das Paket her. Ja, Mann. Bam. Also, wir denken, das müsste auf jeden Fall Versace sein. Ja, wenn das nicht ist, was soll das sonst, ne? Okay. So. Ich brauche mir ein Messer. Ja. Geht auch so. Ah, nice. Wir öffnen. Oh, ach, hier sind schon die ersten. Warte. Er ist voll fettig irgendwie. Guck mal, wie unedel das eigentlich ist. Alter, das ist total. Hier, da hängt sogar irgendwas raus. Ich hätte jetzt gedacht, das ist, glaube ich, die Rechnung. Schau mal. Ah, ne, ist nur so Rückversand und so. Okay, das machen ja. Hier steht nochmal alles aufgelistet, was wir haben. Ja, ja. Das machen ja die Postboten oder so. Ja. Da ist ein bisschen liebelos hier reingelegt. Ein bisschen und hier so ein bisschen. Da kann man schon meckern bei dem Preis hier, Versace. Da muss man schon meckern. Ja. Aber. Hier ist auch noch irgendwas. Wir verkraften das mal. So ist mal weg. Und hier ist erstmal eine Tüte so drum. Ja. Versace-Köpfe. Machen wir auf. Oh. Es ist edel. Oh. Okay. Die Boxen sehen nice aus. Okay, das sieht cool aus. Da machen wir gleich ein fettes Thumbnail. Ja, Mann. Die sind halt komplett black on black. Ja, gehalten. Das sieht schon saftig aus, Alter. So, dann haben wir hier einmal einen Schuhkarton für die Schüchen. Ja, da sind die Schuhe drin. Hier sind die Schuhe drin. Dann haben wir einmal so ein Täschchen hier. Ja. Hier noch ein Täschchen. Versace, Versace. Dann ist hier noch so eine kleine Box. Zack. Okay, und hier ist ein riesen... Ah, ist da vielleicht diese Bomberjacke oder diese Jacke? Jacke da? Okay, komm. Vielleicht diese goldene Jacke. Sollen wir zusammen hier rausholen? Ja, Mann. Wow. Okay, sehr, sehr fett. Auch am heftigsten so die Packung. So, wir fangen an mit den ersten Paketen. Genau, sollen wir von klein nach groß anfangen? Von klein nach groß. Was sind denn Tüten? Oh, das kleinste, ich weiß nicht. Das kleinste ist da. Das hier? Ja. Wo ist denn mein Ring? Ist der in so einer Tüte jetzt? Was ist hier? Oh, das. Kette oder Ring? Kette oder Ring? Die Tüten sind auch klein, oder? Ja. Tüten. Aber die sind leichter. Tüten. Lass erstmal das machen. Okay, fangen wir hiermit an. Gucken wir mal rein. Was ist da drin? Wow. Ich glaube, das ist die Kette, ne? Zwölf. Okay, holen wir mal so hervor. Okay, sieht schon. Oh, die war 620 Euro Kette. Sieht schon mächtig aus. Also, wenn man es wissen will, dann holt man halt die. Ja. Ne? Also, sieht schon gut verarbeitet aus. Ist jetzt kein echt Gold. Aber, ja, ist schon nice. Heftig aus, Digga. Erstmal. Ja. Auf jeden Fall sehr fett. Die ist echt fett. Ja. Also, so wie so eine Königskette in Gold. Ja, genau. Also, wenn man auffallen will. Ja, zeig mal. Aber die ist schwer. Auf jeden Fall schwer. Das Coole ist auch, man muss sie halt nicht ohne sich so abschnüren, die kann man direkt über den Kopf. Die sind Gold getaucht, glaube ich. Also ich glaube, die sind Gold getaucht. Genau, also kein richtiges, alles voller Gold, sondern nur getaucht. Genau. Ja, kann man machen, Leute. Yeah. Also auf schwarzen Sachen sieht die bestimmt nice aus. Ja, ich habe ein schwarzes T-Shirt drunter. Ich habe ein schwarzes T-Shirt. Okay. Das ist das einzige von Versace, was ich eigentlich cool finde. Ja, also fand ich auch noch so. Aber der Rest ist irgendwie, keine Ahnung, Versace ist nicht so meine Marke. Ja. Das Coole ist einfach, ein Basic-Shirt anziehen, dann fällt dir am meisten auf. Yeah. Mehr brauchen wir da nicht. Genau. Also, wenn man damit auffallen will. Sieht ein bisschen prollig aus. Ja, das Ding ist, es ist halt etwas prollig. So, ja. Ne? Aber ja, wer es drauf steht, steht drauf. Und wer nicht, nicht. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Nicht. Das war verkraftbar. Ja. So, was haben wir noch hier? Eine Tüte. Welche sollen wir nehmen? Die einfach mal. Okay. Was auch drin ist. Erstmal dieses Paket hier. So. Oh, Box in der Box. What's in the Box Challenge? Ah, das ist die. Man sieht schon. Die Boxershorts. Die Boxershorts, Leute. Ah, Junge, cool, Alter. Ist der halb nackt. Ey, der hat sogar die Kette an, ne? Oh Mann, ja. Ey, Leute, der hat genau die Kette, die wir gerade gezeigt haben, an der Typ hier. Ach du Scheiße. Die zeigen wir mal. Ja, Mann. Du wolltest sie anziehen. Du wolltest sie anziehen, ne? Leute. Kevin hat gesagt, vom Video unbedingt, ich will die anziehen und zeigen. 100%ig. Wie ist der denn so verarbeitet? Zwei. Oh, das sind zwei. Oh, zwei. Jeder eine. Ja. Hast du eine Größe? Das Band ist schön dick. Ah ja, war irgendwie groß. Aber die ist so, die Form ist scheiße. Also es ist wie so ein Eierkneifer. Erinnert mich an Eierkneifer in der Boxershort. Da finde ich Calvin Kleins besser, weil die sind so wie so. Ja. Irgendwie so voll so. Was ist das hier vorne, Digga? So ein Ein auf, nee, Mann. Ein auf Eierkneifer, das ist irgendwie doch eine Boxershort. Schnitt ist so. Ja, so nix halbes, nix ganzes. Richtig. Also der Schnitt. Ich glaube, so was ich echt irgendwie cool finde, ist schon das hier. Das sieht schon. Also dieses. Ja, das geht noch. Das könnte cool. auch ein bisschen dünner sein, eigentlich. Aber irgendwie so. Ja, der Schnitt ist komplett scheiße. Alter, irgendwie gar nicht. Eierkneifer in der Boxershorts kombiniert. Ja, also. Beides. Okay, jetzt die nächste Tasche, oder? Genau. Das war genau. Die andere. Würde ich auch mal sagen. Und. Oh.
Ach, der Ring. Box in der Box. Oh, das ist der Ring. Der Ring, bin ich mir jetzt gespannt. Wie der jetzt abgeht, optisch. Und ob der passt, ne? Mach mal auf. Wir hätten ja ein bisschen geschätzt. Genau, hier ist noch Visitenkarte. Ruhe. Oh, edle Karte. Die Lines. Ich weiß. Ist noch eine Box. Und. Halt man schon? Oh. Ah, Plastik verpackt nochmal. Ja. Ach, da kommt jetzt rausgekloppt. Hier ist der Ring in der Plastikfolie. Ich mach mal auf. Ja. Der sieht aber anders aus, oder? War es schwarz im Ding? War doch schwarz. Das kommt raus. Ja. Das hat komplett Gold. Ja, Leute. So, wir haben den Ring endlich befreit. Aber guck mal, ob der überhaupt passt. Oh shit. Oh, der passt. Oh, der passt aber wirklich. Zeig meine Kamera. Warte, ich will noch zum Testen, ob der wieder abgeht. Ja, alles okay. Leute, der Ring ist dran. Peace, Leute, was geht ab? Das kann ich nicht. Okay. Ja. Okay, ihr seht den Fokus, Leute, da ist der Medusa-Kopf. Und ja, so sieht das Ding aus. Zeig mal so. Also ich finde so einen Ring, ey, der ist auch viel zu fett. Unmaskulin. Auch viel zu ist fett. Viel zu groß. So, wenn dann so ein, ich feier Ringe null. Also. Nee, ich auch nicht. Wenn dann Ehering, aber sonst. So ein Ehering, aber alles andere ist so. Ja. Ja, so übertrieben, Digga. Ja, das fühlt sich auch nicht wohl. So, wie so eine Frau, die jetzt 1000 Ringe hat. So, ja. Voll unmännlich irgendwie. So, ja. Keine Ahnung. Auch ja. Mein Ding. Jetzt haben wir noch die Schuhe. Ah ja. Gucken, und die Jacke. Ich bin auch gespannt, ob die Schuhgröße 45 auch genau auf Deutschland angepasst ist, so wie bei Nike oder so. Okay. Oh, noch so ein Beutel ist das. Ach, ein Beutel. Für die Schuhe. Und Leute, hier sind die Schuhe. Wie sehen sie aus für dich? Da unten steht Versace, hier ist auch nochmal Versace, steht drin. Sieht man das? Ja, sieht aus wie Vans, also vom Aussehen eigentlich. Geht nochmal, wie Vans, ne? Also halt voll die verrückten Farben hier. Mhm. Sogar Farben, die eigentlich nicht mal so richtig zusammenpassen. Sehr ausgefallen. Sehr ausgefallen halt. Die würde man jetzt eh nicht jeden Tag tragen. Ja. Sehen auch sehr ungemütlich aus, ne? Ja, voll hart. Hä, sogar hier noch so diese Versace-Zeichen. Achso, ja, man. Muss mal sehen. Eigentlich ganz witzig. Mhm. Ja, probieren wir gleich mit der Jacke an, oder? Ja, okay. Gib dir noch die Jacke. Ja. So Leute, jetzt kommen wir zu dem Special. Genau, das Herzstück. 1400 Euro Jacke. Beziehungsweise Bombe oder Anzug, was es ist. Keine Ahnung. Vorne. Oh mein Gott. Ey, das sieht. Junge. Wenn ich das schon sehe, wie das glitzert. Ach du Scheiße. Das ist aus wie ein Karnevalskostüm. Oh nein. Das ist nicht ernst. Oh nein. Oha. Oh nein. Oh mein Gott, Digga. Oh nein. Ich weiß gerade nicht, ob man das. Halt. Sieht man das? Alter, ey, das fühlt sich auch so voll an. Oh, ja, so voll, als würde es abperlen. So. Alter, Leute. Zieht euch die Jacke also mal rein. Mehr Bling-Bling geht echt nicht. Bam. Guck mal, das Wappen, Alter. Mal Alter, wie ekelhaft die sich anfühlt. Alter, das so richtig, als würde es abperlen, so richtig. Alter, die ist von innen auch so? Laber. Oh, Scheiß, Alter. Nein. Nee, nee, nur hier vorne. Wir machen die mal auf. Das ist alles hier auch Gold. 400 Euro Jacke, Mann. Ja, Mann. Ja, von innen ist so bombermäßig. Ich würde sagen, wir probieren die beide mal an. Ja. Hinten steht noch. Versace Kopf ist hinten drauf. Medusa Kopf. Medusa, Medusa. Okay, wir ziehen mal jetzt die Jacke an und die Schuhe. Also mehr Bling Bling geht echt nicht. 1400 Euro. Und das Wappen, hier ist noch so ein Logo. Ja. Ach so. Und da ist auch noch so ein kleiner Medusa Kopf drin. Boah, das muss man den Leuten echt mal nochmal zeigen. Ja, ja, ganz klein. Ein ganz kleiner Medusa Kopf ist da noch. Ich glaube, man sieht's. Alter, wer. Trägt sowas Leute. In der Öffentlichkeit. Hä? Die Leute gucken mich an, denken, was bist du für ein Clown? Ich hab doch keinen, ob die 1400 Euro kostet. Die lachen dich aus, so 1400 Euro für so. Ja, die denken, was bist du für ein Affe? Leute! Aber passt perfekt. Passt perfekt, ja, okay. Ja. Also von außen fühlt es sich richtig eklig an. Ja, Mann. Man denkt, das. Leute, komm, jetzt ist der Flex komplett. Komm, mit der, ja, mit der Kette. Leute. Ich zieh mal die Schuhe an. Ja, der King-Kette ist da, Gold. Aber es ist ein anderes Gold als die Kette. Ah ja, genau, genau, genau. Kette ist nur so Bronze ein bisschen. Leute, so ein Instagram-Bild hier. Full Versace. Dann noch eine Hose und die Schuhe eigentlich. Ja, genau. Am besten auch noch so goldene Schuhe. Ja. Die nochmal von hinten. Aber ich habe Bewegungs... Okay, wenn man anspannt, ist schon eng. Ein bisschen so. Sind nicht so oversized geschnitten, ne? Die Schuhe waren Größe 45. Bin gespannt, ob die überhaupt passen. Sehr groß aus. Oh Scheiße, mit dem Ding, ey Leute, das hat klingelt, ich kann doch nicht mit dem Ding auftauchen, Alter, chill mich direkt. Regie, kannst du einmal gehen? Fühlt sich an wie 46. Echt? Ja doch, die sehen doch groß aus, ne? So, sieht man die Schuhe überhaupt? Hier, so sehen die aus. Jo.
Wie ist das, gemütlich oder sind die so hart? Also geh mal einen Schritt. Genau, geh mal ein bisschen. Naja, sind richtig hart, aber ja, sind halt Schuhe am Anfang eh. Ja, ja, aber die sind schon sehr hart. Ich glaube, die werden noch nicht so schnell. Ja. Wenn ihr jetzt so andere Schuhe habt. Also sehr unkomfortabel. Und das ist schon mal No-Go irgendwie. Ja. Ja. Naja, und fallen auch ein bisschen größer aus. Also hätte ich lieber 44 oder sogar 43 genommen. Ja. Leute, seht ihr mal, dass man auch für eine 1400 Euro Jacke man sich einfach nur unwohl fühlt, weil die einfach übertrieben auffällig ist. Ja, die wollte ich auch nochmal anziehen. Ja, zieh auch mal an. So. Wenn man so einen richtig auf König machen will. Alter. Ja, ich glaube, ich trage die jetzt immer, wenn ich rausgehe. Ein Bild damit raushasteln. Ja, Mann. Ja. Magst du zur Optik? Coole Jacke, gefällt mir richtig. Spaß, also es taugt mir gar nichts. Ja. Hätte ich auch keinen Anlass, wo soll man die anziehen? Ja, nie. Wo willst du die anziehen? Egal, wo du hingehst. Ja. Ob du essen gehst, ob du in die Stadt gehst. Ja. Absolut nie. Komplett ungemütlich hier an den Ärmeln. Ja. Ist doch dieses Gold noch. Und das spielt man halt innen drinnen, aber warum machen die es innen drinnen? Ja. Da sollten die wenigstens, dass man sich wohlfühlt. Ist das geklappt. Absoluter. Größter Flop sogar, ne? Größter Flop des Jahres. Und der teuerste Flop. Ja, Mann. Ist natürlich Geschmackssache, aber... Ja, ist Geschmackssache. Würde ich sagen, aber... Ja. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Jacke oder die ganzen Sachen mal gefallen. Genau, was würdet ihr behalten, was nicht? Also ich bin am meisten geht noch die Kette, klar. Die Kette geht noch. Auf ein schlichtes schwarzes T-Shirt so, ist ganz okay. So. Schuhe sind auch nicht der Burner, leider zu groß. Der Ring war auch für den Arsch. So, das waren die Versace-Sachen, Leute. Genau. Wie gesagt, wenn wir mehr blind bestellen machen sollen, gebt einen fetten Daumen hoch dafür und schreibt, wo wir das Ganze machen sollen. Genau. Leute, folgt uns gerne auf Instagram und Snapchat. Einmal hier Marfit und hier Kevin Fitti. Folgt uns auf dem Stand. Yes. Checkt gerne unseren Merch-Shop ab, wenn ihr wollt. Erster Link in der Beschreibung. Gibt's coolen Merch, der nicht so teuer ist. Genau. Und noch schöne Grüße an Janine. Bam! Du hast die Glocke gewählt. Danke dafür. Wenn ihr auf uns begrüßt, dann müsst ihr uns einfach nur abonnieren, direkt in die auf das Glöckchen klicken, dann auf aktivieren und kriegt immer eine neue Nachricht, wenn wir das Video geladen haben. Geiler Service. Yes, entscheidet in den Kommentaren, ist die Glocke aktiv und wir auch sehen, ihr habt die Glocke aktiviert. Bis zum Glück, bleibt mir schön wieder und grüßen euch. Also, ich würde sagen, bis morgen. Peace.